Ja, langsam wird es ruhiger, aber man sieht noch, das Feld ist noch voll. Also, was noch steht, ist Spitzkohl, Palmkohl, Romanesco, Weißkohl. Rosenkohl, Wirsingkohl haben wir noch zu stehen. Sellerie, Sellerie ist noch da. Porree. Hinten gibt es noch ein paar Salate, die letzten. Auch verrückt, Mitte November noch Salate, haben wir eigentlich noch nie gehabt. Aber da es dieses Jahr sogar möglich war, Anfang November noch mit kurzärmeligen Klamotten zu arbeiten, gab es halt auch noch Salat. Das meiste ist abgeerntet. Es geht für uns jetzt auch langsam in die ruhigere Phase über. Nicht mehr so viel Beikrautbeseitigung, weil es einfach nicht mehr so viel wächst. Die Wässerei ist endlich vorbei, nachdem das Jahr ja wieder mal viel zu trocken war. Und wir den ganzen Sommer mit Schläuche schleppen, Sprenger umstellen, Wasser fahren, mit dem Traktor und Anhänger beschäftigt waren. Hoffen wir jetzt, dass der Winter ein bisschen Wasser wieder bringt. War jetzt gut für die Schweine. Genau, die freuen sich, unsere Resteverwerter. Also es war auch so eine Entscheidung, Schweine auf den Hof zu holen, die einfach für den Kreislauf total gut sind. Was wir früher so weggeschmissen haben, ein bisschen was ging an die Hühner, aber die fressen ja nicht so viel. Aber die drei Schweine sind derart gute Resteverwerter, produzieren wunderbaren Dünger fürs nächste Jahr und schmecken dann auch noch lecker.